So, hallo Leute, heute mit einem weiteren interessanten After Effects Tutorial und zwar wie ihr Twitch zu eurem Frag Movie Montage, was weiß ich, sorry, schon an dieser Stelle des Tutorials mache ich schon kleine Sprachfehler ganz einfach. Das liegt natürlich daran, dass Deutschland leider 1 zu 0 verloren hat und das auch noch gegen Serbien. Naja, egal. Und zwar könnt ihr das hier in meinem kleinen Clip sehen. Und zwar Clip of the Week Nummer 2. Wo haben wir denn den hier? Da haben wir den. Und ja, das ist jetzt genau dasselbe Projekt. Von daher könnt ihr auch nochmal einen schönen Eindruck für das Projekt erhalten. So, das ist das Ganze. Das heißt, der ganze Film praktisch, der ganze Clip. Und jetzt wollen wir auch gleich mal den Clip, dann rendern wir den Clip und dann fügen wir den. Moment, hier habe ich schon mal versucht. Ja, das ist normal, so, zack. Und zwar, Moment, ich muss hier schnell mal ein neues Projekt machen für die Leute, die gar nichts wissen. So. Und zwar, wir nehmen dann unser fertig gerendertes Projekt, rendern das in AVI, also Video for Windows und unkomprimiert, Standardvorlage, damit ihr dann bestmögliche Qualität erreichen könnt. So, dann zieht ihr das hier rein. Und dann bekomme ich erstmal. So, jetzt. So, dann haben wir das hier. Sehr schön. Alles nice gemacht. Standard-HD bei mir. Ich möchte mich hier jetzt nicht selbst loben, aber ich bin relativ zufrieden mit dem Clip. So, dann machen wir hier ein neues Null-Objekt. Dann gehen wir auf Animation, Keyframe Assistance und Convert Audio to Keyframes. So. Das braucht jetzt bei langen Clips von 3 Minuten, dauert das relativ lange. Also ich weiß nicht, ob ihr da wirklich auch noch Twitch draufhauen wollt, da ihr wahrscheinlich bei 3 Minuten Clips es dann zu anstrengend wird, da die ganze Zeit drauf zu starren. Und deswegen geht vorsichtig mit dem Twitch-Effekt um. Und ja, ich habe gerade was getrunken. So, jetzt haben wir hier dieses neue Null-Objekt, und zwar Audio Amplitude. Jetzt können wir unser anderes Null-Objekt löschen. Also ich habe damit immer Probleme, wenn ich es direkt erstellen will. Jetzt gehen wir hier unter Effects rein. Left und Right Channel beide löschen. Jetzt gehen wir hier auf Both Channels, Slider und dann auf den Graph Editor. So, hier können wir jetzt jede einzelne Erhebung in unserem Audio-File erkennen. Und je nachdem, wo wir unseren kleinen, also wenn wir so ein Beat haben, können wir mal hier den Twitch-Effekt aktivieren lassen. Hier ist es auf 40 Units praktisch schon ein Anstieg. Und das ist auch eine relativ gute Stelle, da dieses. Also da dieser Effekt, Effekt, da diese Audio-Level nur bei Schüssen erreicht wird. Jetzt muss ich schnell schauen, ob die Farmers-Geschichte dann nicht zu, ja, die wäre dann zu low. Also seht ihr hier, deswegen zoomen wir da mal rein. Schauen wir das uns mal an, 35, also wir gehen auf 35 Units jetzt. So, gut. Jetzt fügen wir bei unserem Clip of the Week Footage den Effekt von Videokopierer Twitch hinzu. Das ist kostenpflichtig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Methode gibt, das free zu saugen, aber ich bin mir da schon relativ sicher. Es gibt immer Methoden, mit denen man sich das runterziehen kann. Gehen wir hier jetzt auf Effects, Twitch und dann machen wir einen Alt und einen Klick auf die Stoppuhr bei Amount. So. Und dann gehen wir auf Pickwhip und selektieren uns hier den Slider. Zack. Jetzt haben wir hier schon gutes Footage, aber das ist jetzt für jeden. Ihr könnt es hier schon sehen. Der Twitch-Effekt wird immer dann angeschalten, wenn wir praktisch dann hier so eine Erhöhung haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen es erst dann haben, wenn wir bei mindestens bei Unit 35 sind. Also bei 35, keine Ahnung, Dezibel oder so ein Scheiß. So. Wir öffnen hier unsere Expression und zwar mit Music und dann ein ist gleich. Also ganz am Anfang der Expression, Music ist gleich. Dann setzen wir da hinten ein Semikolon hinzu und dann einmal einen Zeilenumbruch. Dann linear, Klammer auf.
35, das ist unsere Range. Dann 50, dann 0 und dann unsere gewünschte Stärke. Ich nehme immer gerne 150 und dann mit der Klammer zu. Oh, das ist natürlich jetzt sehr interessant, was ich gerade für eine Fehlermeldung bekommen habe. Und zwar habe ich vergessen, hier Music reinzuschreiben. Ich Idiot. Music, Komma. So, jetzt funktioniert es, jetzt ist alles gut. Also ihr schreibt da Linear, also steht auch in der Description drin dann der Effekt. Linear, Klammer auf, Music, Komma 35, 50, 0, 51 oder eure bestimmte Stärke. So, gut, da, genug damit. Jetzt können wir hier das alles erstmal schließen, weil wir das alles nicht mehr brauchen. So, so, so. Und jetzt gehen wir hier auf Enable. Blur, Light und Slide. Das ist alles, was wir brauchen. Jetzt ist es uns aber noch ein bisschen zu heftig. Deswegen gehen wir hier jetzt auf Operator Controls. So, ich schließe erstmal die zwei Tabs. Jetzt gehe ich hier auf Slider. Setze deinen Slide Twitch auf 5. Wow. Irgendwie, ja, hier. Und auf 12. Dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Sieht relativ nice aus. Ich finde es geil. Dann auf Light. Light Twitch. Moment, mein Stuhl quietscht ein bisschen. So. Okay. Light Twitch auf 0, nee. 1,5. 1,5. Und dann den Blur. Den nehme ich ein bisschen runter auf 20%. So sieht es relativ schön aus, ist nicht so over und der Effekt ist da. Ja, was wir jetzt höchstwahrscheinlich machen wollen, ist, dass wir den Clip jetzt rendern wollen. Jetzt werden sich manche fragen, wie zum Teufel rendere ich jetzt in Adobe After Effects und vor allem, wie zum Teufel rendere ich dort mit Sound? Ganz einfach, wir gehen hier unter Komposition, Make Movie. Geben hier auf Output Module, aktivieren hier Audio Output, am besten noch Video for Windows, Format Options, No Compression, okay. Ihr könnt natürlich auch hier euren beliebigen Codec auswählen, denn der HUFUIF Codec ist eigentlich relativ gut, das ist ein Lossless Codec, von daher beste Wahl, meiner Meinung nach. Klicken wir auf OK. Jetzt lassen wir hier die Best Settings am besten drinne, weil das alles relativ gut eingestellt ist. Gibt relativ High Quality. Dann Output To. Hier können wir jetzt unseren Namen einstellen. Ja, okay, speichern. Dann sage ich jetzt mal, render mir das ganze Teil. Dann rendert das hier jetzt. Und Rendern in Sony Vegas dauert meiner Meinung nach länger als in After Effects. Ich weiß auch nicht warum. Ist nun halt eben mal bei mir so. So, wenn wir das dann gerendert haben, dann können wir nochmal ein zweites Mal in Sony Vegas rendern. Oder wir können direkt hier raus rendern, indem wir dann hier nochmal reingehen unter die Settings. Dann hier Windows Media rauswählen. Format Options. Setzt es auf Framerate 29,97 Square Pixels. Und dann hier die Bitrate, die stellt ihr am besten um auf 8000. Da es dann relativ hohe Qualität gibt. Image Quality setzt ihr auf 100 und der Rest passt so. Audio Output ist auch ausgewählt, deswegen okay. Und dann klicken wir auf Rendern. Was es macht, ganz einfach, es rendert das ganze Ding mit Sound. So, jetzt brauche ich das aber hier nicht nochmal rendern. Und das war's jetzt auch schon mit dem Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Twitch-Effekts, bei euren kleinen Movies, die ihr ein bisschen aufgebessert habt, die ihr ein bisschen lebhafter gestaltet habt. Und ich hoffe, man sieht sich mal wieder in einem Tutorial. Und nicht vergessen, falls ihr es wollt, abonniert mich. Falls nicht, dann behaltet euer Abo. Mir egal. Man sieht sich.